Viele Bankkunden haben derzeit bei Einkauf und Geldabheben schlechte Karten. Seit dem Jahreswechsel funktionieren Millionen deutsche EC- und Kreditkarten nicht richtig. Sie erkennen das Datum 2010 nicht wegen eines Softwarefehlers auf Chips eines Herstellers. Fast jede dritte EC- und Kreditkarte hat diesen Fehler. Das sind bei den Sparkassen rund 20 Millionen EC-Karten und 3,5 Millionen Kreditkarten, die davon betroffen waren. Aber an vielen Terminals und an vielen Geldautomaten wurden sie von Anfang an akzeptiert und die Akzeptanz steigt jetzt auch weiterhin. Insofern ist das Problem begrenzt. Vor allem im Ausland treten immer noch Probleme auf. An fast jedem zweiten Geldautomaten werden EC oder Kreditkarte aus Deutschland nicht akzeptiert. Reisende sollten beide Karten mitnehmen und auch Bargeld bei sich haben. Wir werden natürlich auch mit den Herstellern bzw. mit denen, die da dranhängen, die Lieferanten und die da zuliefern, ernste Gespräche führen, dass sich solche Fehler nicht wiederholen. Die Bevölkerung ist geteilter Meinung. Das ist eine Frechheit von der Bank, dass sie sowas machen. Ja, das sollte man vorher überprüfen, wenn man so eine Karten rausgibt. Solche technischen Probleme kann es immer geben bei Systemumstellung. Das hätte man vielleicht nur ein bisschen früher schon mal testen sollen. Kann vorkommen, solange es behoben wird. Finde ich es jetzt nicht so schlimm. Daran sieht man mal, dass die alle, diese super Leute mit den IT-Kenntnissen, immer wieder irgendwelche Sachen nicht bewältigen. Ne? Ab Montag sollen alle Bezahlterminals im Handel die Karten akzeptieren, dank neuer Software. Die Panne könnte die Geldinstitute auch finanziell belasten. Der Umtausch aller Karten würde dreistellige Millionenbeträge kosten. Das wollen die Banken auf jeden Fall vermeiden. Thank you.